Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Wir melden uns mit einer Breaking News Ausgabe, denn der Sieg von George Russell ist aberkannt worden. Willkommen ja zu unserer 333. Ausgabe. George Russell, wir haben die Bilder vorhin in unserer ersten Sendung auch gesehen. Er freute sich so sehr über seinen zweiten Saisonsieg, doch die Freude, ja, sie hielt nur kurz an. Denn schon unmittelbar nach dem Rennen gab es den Verdacht, dass sein Bolide beim Wiegen unter dem erforderlichen Mindestgewicht liegen könnte. Das ging nämlich aus einem Bericht von Joe Bauer, dem FIA-Delegierten, nämlich hervor, dessen Worte dann auch auf der FIA-Seite nachzulesen waren. Und dort hieß es, nach dem Rennen wurde der Wagen mit der Nummer 63 gewogen und wog 798,0 Kilogramm. Was dem Mindestgewicht gemäß der Artikeln entspricht. Allerdings, und das war dann auch dieses Problem, das Fahrzeug von George Russell wurde nicht ordnungsgemäß bzw. nicht vollständig entleert. Das heißt, im Boliden von George Russell habe sich demnach noch rund 2,8 Liter Kraftstoff befunden, die sein Team vorher eben nicht ordnungsgemäß aus dem Tank entfernt haben soll. Und so hieß es weiter in dem Bericht, das Auto wurde erneut auf der FIA Innen- und Außenwaage gewogen und das Gewicht betrug 796,5 Kilo. Die Kalibrierung der Außen- und Innenwaage wurde bestätigt und bezeugt. Das liegt 1,5 Kilo unter dem geforderten Mindestgewicht, das auch jederzeit eingehalten werden muss. George Russell, der hatte zwar während des eigentlichen Rennens keinen unmittelbaren Gewichtsvorteil, doch wiederum das hinderte ihn dann auch eben oder vielmehr schützte ihn nicht vor einer möglichen Disqualifikation. Jetzt also ist nämlich klar, George Russell, der verliert nämlich seinen Sieg und wird eben nachträglich disqualifiziert. Das gaben die Rennkommissare nämlich um 18.48 Uhr am heutigen Sonntag offiziell bekannt. Damit endet eben auch zugleich die Freude über diesen unerwarteten Doppelsieg. Denn, und das ist ja umso bedauerlicher, es war ja schon wirklich eine taktische Meisterleistung von Seiten Mercedes und George Russell, dass er mit nur einem Stop durchgekommen ist und hatte 34 Runden, nämlich mit dem harten Reifen, dieses Rennen bestritt und dann diesen Sieg, wenn auch knapp, vor Lewis Hamilton ins Ziel retten konnte. Tja, durch die nachträgliche Disqualifizierung George Russells wird automatisch Lewis Hamilton zum neuen Sieger des Belgien Grand Prix erklärt. Relativ schnell auch nach Bekanntgabe dieser Disqualifikation gab es von Mercedes auch ein Statement und in dem heißt es übersetzt: Wir müssen unsere Disqualifikation hinnehmen. Wir haben eindeutig einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen. Wir werden die Geschehnisse auswerten und verstehen, was falsch gelaufen ist. Einen Doppelsieg zu verlieren ist frustrierend und wir können uns nur bei George entschuldigen, der ein so starkes Rennen gefahren ist. Lewis ist natürlich auf P1 aufgestiegen. Er war beim zweiten Stop der schnellste Fahrer und ist ein verdienter Sieger. Trotz der Disqualifikation gibt es viele positive Aspekte, die wir aus diesem Wochenende mitnehmen können. Wir hatten ein Auto, das im heutigen Rennen über zwei verschiedene Strategien hinweg das Maß aller Dinge war. Noch vor ein paar Monaten wäre das undenkbar gewesen. Wir gehen mit 3 Siegen aus den letzten 4 Rennen in die Sommerpause. Wir werden versuchen, nach der Pause verjüngt zurückzukommen, um unseren positiven Kurs fortzusetzen. Wir blicken mal auf dieses korrigierte Rennergebnis, denn eben George Russell, der ist eben nicht mehr Sieger dieses Rennens. Und damit eben Lewis Hamilton, der Neue, und damit rückt natürlich auch Oscar Piastri, alle rücken natürlich nach, damit rückt quasi auch Charles Leclerc auf das Podium nachträglich auf, auch wenn er ja bei der regulären Siegerehrung logischerweise als Vierter auch nicht oben mit dabei stand, aber diesen Pokal wird er im Nachhinein noch bekommen. Damit rückt natürlich auch Max Verstappen vom 5. auf den 4. Platz hoch und das gilt natürlich auch für Lando Norris, der jetzt nun als 5. statt als 6. gewertet wird.
Immerhin ein wenig positiver natürlich auch, was Sergio Perez betrifft, aber trotz des Umstandes, dass er von P2 aus ins Rennen gestartet war und jetzt am Ende dann, ja, immerhin Siebter, auch wenn es nur ein Platz ist, macht die Sache natürlich nicht allzu viel besser. Aber zumindest mal, was die Punkte betrifft, ist das auf jeden Fall schon mal nicht ganz so verkehrt. Wer auf jeden Fall davon profitiert, das ist nämlich Daniel Ricciardo, denn wir hatten es ja in unserer Sendung unmittelbar nach dem Rennen, dass er ja als Elfter logischerweise keine Punkte bekommt. Aber durch die nachträgliche Disqualifizierung von George Russell rückt er natürlich auf den 10. Platz vor und er konnte dann doch noch einen Punkt ergattern, schlussendlich. Und der, nennen wir es mal, Leidtragende, der dann diesmal an den Punkten knapp vorbei ist, ist Lance Stroll. Wir gucken natürlich auch mal noch auf die korrigierte Fahrer- und Konstrukteurswertung. Auch da hat sich natürlich jetzt einiges getan durch den Wegfall von George Russell. Damit kommt Max Verstappen nun auf 277 Punkte und Lando Norris auf 199, gefolgt von Leclerc mit 177, Piastri auf 167, Carlos Sainz bleibt bei 162, Hamilton auf 150. Und jetzt entscheidet sich, oder vielmehr gibt es auch einen großen Unterschied im Vergleich zuvor, nämlich Sergio Perez wäre ja eigentlich auf Rang 8 abgerutscht, denn eben Hamilton und Russell sind dann an ihm vorbei. Aber durch diese Disqualifikation kehrt Perez auf den 7. Rang der Fahrerwertung zurück und wird dann als derzeit 7. gewertet. Und damit Russell, der fällt wieder ab, nämlich vom 7. auf den 8. Platz, liegt jetzt bei 116 Punkte. Ja, und natürlich auch hat das Ganze Auswirkungen auf die Konstrukteursmeisterschaft, denn diese 25 Punkte von George Russell fallen natürlich weg. Die erbt natürlich jetzt zwar Lewis Hamilton, ergo aber auch die 18 Punkte, die fallen ins Regulär weg, weil nämlich ja Russell nicht als Zweiter gewertet wird und eben auch ja sonst kein Mercedes-Pilot mehr auf Rang 2 rangiert. Deswegen Red Bull 408 Punkte, McLaren nun auf 366, Ferrari kommt auf 345 Punkte. Und dann sehen wir hier, Mercedes muss natürlich jetzt 18 Punkte weniger dann auch verbuchen, bleibt bei 266 Punkte und Aston Martin 73, die Racing Bulls 34, also ein Punkt mehr, dadurch, dass ja Ricciardo jetzt als 10. gewertet wird. Was sich nicht ändert, ist die Tatsache, dass Sauber immer noch nach dem 14. Rennen ohne Punkte bleibt. Das war's mit unserer Breaking News Ausgabe an diesem Sonntag. So war es eigentlich. Ich eigentlich schon auf dem Weg in den Feierabend und dann ereilte uns diese Nachricht. Ihr seid also auf dem Laufenden. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Sonntag. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Champ One zeigt's allen.